Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Ja, und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start. Genauso wie ein kleines Commentary auf Abandon. Keine Ahnung wie viel. Und hast nicht gesehen, jedenfalls ziemlich hoch. Und ich dachte, das ist eigentlich mal ganz gut. Ich habe überlegt, was könnt ihr denn mal als nächstes Thema so ansprechen? Und ich habe da ein Thema rausgesucht, was mir selber ziemlich oft in der Zeit passiert ist, was ich gar nicht so wirklich gedacht habe in der Art und Weise. Was auch sehr viel mit einem anderen Thema zusammenhängt, deswegen bin ich mir überlegen, ob ich beide gleichzeitig mache. Und ich glaube, ich fange einfach mal mit dem ersten Thema an und arbeite mich damit dann halt zum zweiten nach vorne. Und zwar geht's um Akzeptanz und Hilfsbereitschaft in der Menschenwelt. Und da ist mir neulich ein sehr, sehr schönes, was sehr schönes passiert in der Art und Weise, ein passendes Thema, Akzeptanz. Und zwar bin ich dann durch die Stadt so gelaufen, so am Schlendern gewesen, und dann kam vor mir ein schwules Pärchen. Beide etwas hochgewachsen, haben Händchen gehalten und miteinander geredet, und dann kam eine Mutter an mir vorbeigelaufen mit ihrem Kind und auch an dem schwulen Paar vorbeigelaufen, ich schnell immer auch gemütlich. Die auf einmal meinte sich die Mutter die ganze Zeit umdrehen zu müssen, die beiden zu beobachten. Die ganze Zeit so dumm und blöd hinstarren, dass man dachte, boah, gleich fallen ihr die Augen aus. Dann habe ich in dem Moment auch geschrien, mach ein Foto von den beiden, dann kannst du länger beobachten. Die beiden haben sich umgedreht, haben die Frau angeguckt und der Frau war es dann voll peinlich und, oh, hier habe ich voll schlecht gesniped, ey, guckt euch das an, Alter. Das geht gar nicht, ich kann normalerweise viel besser snipen, Leute, ganz ehrlich. Aber es war ein grausiger Tag und es wird noch besser, also, ich glaub noch. Ja, war der Frau dann peinlich und sowas, also, ja. Selbst schuld, man muss halt sowas nicht hinterher gucken. Ich meine, wo leben wir hier, dass wir sowas diskriminieren oder sowas? Da, nee. Da hasse ich irgendwo. Hasse ich richtig. So. Ja, man muss einfach mal sagen, ja, das ist ein schwules Pärchen, lass es doch schwul sein, mein Gott. Ist doch scheißegal. Natürlich jetzt die anderen Nachgehensweisen, die sollten dann beide ein Kind haben oder sollte ein schwules Pärchen Kind haben oder ein lesbisches Pärchen Kind haben. Das ist jetzt mal ein anderes Thema, was ich jetzt nicht bearbeiten will, weil es ja viel zu weit auseinander geht mit Meinungen und sowas. Da will ich mich jetzt mal außen vor halten. Aber lass doch einfach, mein Gott. Und wenn halt einer hier mit einem Kopftuch halt durch die Gegend laufen will, soll er mit einem Kopftuch durch die Gegend laufen. Mein Gott, soll er es halt machen, wenn er meint, es ist für ihn so in Ordnung, dann shit happens. So. Das gleiche auch so ähnlich gehend ist mit der Hilfsbereitschaft, die ich dir eben gerade schon angesprochen habe. Und zwar ist auch schön, da war ich einmal im Laden, also so ein Einkaufsladen, ein bisschen größer, waren mehrere Geschäfte drin, in diesem Entablissement, oder wie man so ausspricht. Und da war eine etwas behinderte Frau, die kannte ich da, weil ich auch in diesem Geschäft gearbeitet habe mal, und da war sie auch früher in dem Geschäft immer etwas drin, deswegen kannte ich sie halt. Hat aber jetzt damit nichts zu tun. Hab dann auch gesagt, hier komm, hältst du mal ihr die Tür auf, weil sie wollte dann eine Abkürzung nehmen, damit sie schnell unterwegs ist und dann halt durch eine zur Tür gehen. Anfrage mit ihrem Gehhilfen gedönse. Da hat kein Arsch mal die Tür aufgehalten. Ich bin hingegangen, hab die Tür aufgehalten und hab dann der Dame geholfen. Ich wurde mit bösen Blicken bestraft von den anderen. Was soll das? Ganz ehrlich, Leute, was fällt euch ein? Was geht in euren Köpfen vor? Der hilft einer behinderten Dame. Oh mein Gott. Dann habe ich einmal, war ich mitten auf der Straße. Mitten auf der Straße auf dem Parkplatz von einem anderen Einkaufsladen. Dann war da eine Frau, eine ältere Dame mit dicken Tüten. Ich hatte damit, kann ich denn behilflich sein? Ach, das wäre so, wenn sie das mal tragen könnten. Da habe ich ihr die Einkaufstüten halt zum Auto getragen. Als die Leute dann hier bemerkt haben, dass ich nicht zu der Dame gehöre, sondern gesagt, oh, schönen Tag wünsche ich noch und so, und sie sich dann bei mir bedankt hat, da wurde ich schon wieder mit Blicken bestraft. Warum? Ich verstehe es nicht, das will in meinen Kopf nicht rein.
Das will einfach in mein Schädel nicht rein. Wie kann man sowas mit Blicken bestrafen? Die Frau habe ich nochmal getroffen. Und dann habe ich sie wieder gefragt, ob ich ihr helfen könnte. Da hat sie gesagt, diesmal schafft es allein. Aber das, ganz ehrlich, Leute, das macht das einfach mal. Ich meine, das sind erwachsene Leute, die mich da blöd angeguckt haben. Wie soll denn die Jugend dann verstehen, dass sie das auch so machen soll? Ich meine, wenn doch die Jugend merkt, dass sie von den Erwachsenen mit bösen Blicken bestraft werden, wenn sie was Gutes tun, warum denken die dann überhaupt nur, dass sie was Gutes machen sollen? Das macht doch gar keinen Sinn. Versteht ihr, was ich meine? Das krieg ich einen Kotzkrampf, wenn ich darüber nachdenke. Naja, jetzt kommen wir auf das andere Thema zu sprechen, weil das eine schöne Überleitung wieder darstellt. Und zwar das Thema Karma. Ich bin kein gläubiger Mensch, ich bin auch kein Atheist, ich bin kein Scientology. Das Einzige, weil andere werden sagen, jeder braucht irgendwas, woran man glauben kann. Ich glaube an die Freiheit. So, ich glaube daran, dass jeder Mensch ein Freiheit braucht. Und eine Freiheit endet dort, wo die Freiheit eines anderen beginnt. Feierabend. Das ist das, woran ich glaube. Und so auch an das Karma so ein bisschen. Das merke ich immer, wenn es wieder. Mein Leben funktioniert wirklich kaum irgendwas vernünftig. Es ist jetzt keine Heulerei, es ist jetzt kein Gemecker über mein Leben, aber mein Leben läuft zurzeit echt beschissen und ist eigentlich auch noch nie so wirklich richtig gut gelaufen. Aber dadurch, dass ich anderen Menschen immer helfe, zeige ich mir irgendwo selber, du wirst noch in dieser Welt gebraucht. Des Weiteren habe ich verdammt viele Beinahunfälle gehabt nur. Also ich wäre schon 3-4 Mal in einem Autounfall gestorben, wenn ich das jetzt mal so pushen darf. Also es ist natürlich okay, ich hätte natürlich auch überleben können sowas. Aber ich hätte jetzt durch 3 Autounfälle hätte ich jetzt schon haben können. Aber ich glaube dadurch, dass ich immer wieder irgendwo behilflich bin, den anderen helfe und sowas, dass dann irgendwas ist, was dann sagt, okay, dafür überlebt jetzt diese Scheiße. Finde ich. Das ist so meine Denkweise, so einfach. Einfach mal wirklich. Ja. Es zeigt mir, dass wenn ich etwas tue, da kriege ich auch mal was zurück. Und damit, so wurde mir meine Gesundheit geschenkt, sozusagen. Ich hätte wirklich schon. Ein paar Mal hätte ich echt schon ordentlich Stress gekriegt auf der Straße, in einer Art und Weise. Und, Ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das ist so meine Denkweise. Das ist mir letztens erst so bewusst geworden. Wo andere wahrscheinlich, so ein Beispiel. Fahre auf der Autobahn, fahre auf der rechten Seite und dann ist da halt rechts neben mir nochmal so ein, so eine Ausfahrt halt. Da kommt auch mal einer von der Ausfahrt, kommt da runtergefahren. Und wollte sich dann bei mir, wollte dann reinreihen. Es gibt da extra Gas, dass es keine Probleme und sowas gibt. Auf einmal gibt der Arsch auch Gas, fängt bei mir an reinzufahren. Ich muss auf die nächste Straßenseite überwechseln. Und genau hinter auf dieser, ich muss ja immer nach links wechseln. Und genau auf der linken Seite kam gerade ein anderes Auto entgegengerast. Und konnte mir nochmal ausweichen, weil er an der anderen Seite reingefahren ist. Durch diesen blöden Pisser wäre ich fast gestorben. Weil er meinte, er könnte mich doch überholen mit seinem Trabant da. Ich mit meinem Opel Calibra da durchgedüst bin hier. Ja, Opel Calibra hat ordentlich Power, Leute. Ja, deswegen, also fangt ruhig an. Kümmert euch nicht um die blöden Blicke der anderen, wenn ihr etwas Gutes tut, sondern macht's einfach mal. Wenn ihr wirklich da jemanden seht, der Hilfe braucht, helft einfach mal. Das tut dir nicht weh. Das tut der Person nicht weh, die du hilfst, und es tut auch den herumstehenden Personen nicht weh. Außer natürlich, du siehst, dass er jetzt jemand einen anderen zusammenschlägt, dann soll es natürlich denjenigen, der den einen zusammenschlägt, nicht auch noch helfen und den dann mit ihm zusammen schlagen und sowas. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist verwirrend. Ich bin verwirrt. Ja. Ja, aber wie gesagt, hilft einfach mal, zeigt mal ein bisschen Bereitschaft gegenüber Behinderten, gegenüber jetzt den Damen. Oder auch einfach so, was ich auch mal gemacht habe. Winter, ich habe Pause gehabt, wollte mir was zu essen kaufen. Da habe ich gesehen, dass einer versucht hat, einen anderen von der Straße zu helfen. Ich habe mich da hingestellt und habe mit meinen Arbeitsklamotten, das waren teure Arbeitsklamotten, da hingestellt. Und habe dann mit ihnen versucht, das Auto rauszuschieben.
Die haben mich nicht gefragt oder sowas. Ich hab's gesehen und hab dann gesagt, okay, helf ich. Feierabend. Da wollen wir nicht damit zu reden. Da wollen wir nicht zu diskutieren. Hilfsbereitschaft, Leute. Das ist einfach, was ich jetzt euch ein bisschen näher bringen will. Versucht einmal, ihr müsst nicht versuchen, jeden Tag was Gutes zu machen, sondern dann, wenn es wirklich nötig ist. Dann, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Dann macht ihr was Gutes. Nicht, dass ihr jeden Tag irgendwie was Gutes machen müsst oder sowas. Okay, das war jetzt mein etwas ernsthaftes Thema zu diesem, zu Hilfsbereitschaft, Akzeptanz und Karma. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch andere Themen habt, die ihr gerne mal durchgesprochen haben wollt, in so einem Commentary, dann schreibt es in die Kommentare und hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online. Tschüss!